In diesem Video möchte ich euch eine Waffe vorstellen, mit der ihr ganz leicht die Mega-Scheusäle bzw. die Mega-Bomber eliminieren könnt. Ich zeige euch das jetzt mit der dreimal gepunchten Waffe, Leute, in Gold. Und für all die, die es noch nicht wissen, die Schwachstelle von diesen Mega-Scheusälen ist der Kopf. Also immer wenn sie den Mund offen hat und ihr drauf schießt, Leute, macht ihr am meisten Damage. Und jetzt achtet mal bitte darauf, wie viel Schaden ihr macht, wenn der Mega-Scheusal seinen Mund offen hat. Das ist unfassbar. Und guck mal, wie schnell der dann down geht. Und so schnell so viel Leben schon weg, Leute. Ich muss jetzt hier ein bisschen abhauen, damit ich hier ein bisschen Luft habe, weil die normalen Zombies nerven halt ein bisschen. Die gehen zwar auch schnell down, nur wir konzentrieren uns jetzt nur auf den Mega-Scheusal. Also Leute, immer wenn er seinen Maul aufreißt, schießt ihr direkt da rein und so macht ihr dann am meisten Damage. Und achtet mal bitte, wie schnell ich den gelegt habe mit dieser Waffe. Und so könnt ihr natürlich auch solo in der Zone 3 die Mega-Scheusäle töten, falls ihr irgendwelche Baupläne fahren wollt, zum Beispiel die Raygun oder was auch immer. Und jetzt zum Schluss blende ich euch nochmal meine Klasse ein, wie ich die TYR gebaut habe. Es ist vielleicht nicht die beste Klasse, ihr könnt es vielleicht ein bisschen besser machen, aber ich habe jetzt das Beste aus den Aussätzen gemacht, die ich gerade zur Verfügung hatte. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und ein kostenloses Abo, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst und immer auf dem neuesten Stand bleibt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.